Moin moin und schönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play. Tja, ich hatte euch gestern ja die Frage gestellt, ob ich in dieses komische Grab hier reinlaufen soll oder eben nicht und direkt zur Antenne weiterlatschen sollte. Es kam nicht wirklich viel Antwort, was aber auch nicht verwunderlich ist bei der Art wenigen Views, die ich noch habe. Aber ich mache das ja nicht unbedingt für euch, sondern einfach, weil es mir Spaß macht. Also, habe ich für mich selbst entschieden... Go, ab ins Grab. Warum auch immer. Gräber sind cool. Behaupte ich. Da ist es. Oh, guck mal. Haben wir auch gleich einen Geocache. Passt. Wow. Und hoch da. Also, müssen wir uns nicht falsch verstehen. Das mit dem... Das mache ich nicht für euch, ist natürlich nicht so gemeint. Aber ich sehe das momentan mehr als eine Art... Also ich klaue jetzt quasi dem Kumpel von mir die Wörter aus dem Mund, aber ich finde die recht passend, die Wörter. Also ich mache das mehr zu so einer Art Selbstverwirklichung. Weil es einfach irgendwo echt Spaß macht und es mich freut, jeden Tag wieder zocken zu können und das mit einem Sinn. Gut. Ein Lager. Wunderbar. Warum auch immer in dem Grab ein Lager vorhanden sein muss. Egal. Setzen wir gleich mal. Fähigkeitspunkt. Da, was machen wir denn? Überlebenskunst. Nein. Nein. Wonach suchen Sie? Nö. Bis jetzt haben wir nur Überleben und Jäger, oder? Ja, tatsächlich. Na gut, dann... Wollen wir länger mit dem Bogen zielen können, oder... Mehr Munition tragen... Ich habe diese Pfeile-Einsammelaktion, ne? Brauchen wir gar nicht so viel Munition. Nehmen wir einfach das hier. So. Läuft schon. Ausrüstung. Haben wir schon genug? Nee. Das können wir gleich knicken. 68 Bergungsgut reichen nach vorne und hinten nicht. Es ist unheimlich. Also, was passiert, wo und was ist hier wie verbunden? Das ist nur eine Seilrutsche. Und das scheint eine Art Wagensystem zu sein. Soll ich das jetzt schon hier runterschubsen? Da ist das Feuer. Das heißt, wenn ich hier jetzt raufspringe, sackt der ganze Scheiß runter. Das ist natürlich uncool. Ah! Ich bin so schlecht in solchen Dingen. Ich versuche mal hier ganz schnell rüber zu laufen. Vielleicht klappt das ja. Ja, es klappt tatsächlich. Also ich vermute einfach mal, dass wenn man diese Leichensäcke oder Warensäcke oder was auch immer da drin ist, anzündet, dass das Ganze leichter wird und ich dementsprechend wo auch immer hinkomme. Okay. Zweimal Dosen, dreimal Dosen. Passt schon. Und ein Gummistiefel. So, jetzt bin ich hier. Wo will ich eigentlich hin? Da oben. Da oben will ich hin. Das heißt für uns... Runter mit dem, hoch mit dem.
ranspringen an das. Ja, passt schon. Hopp. War relativ simpel. Es könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. Ja, schon wieder so viele Schädel. Die Typen sind echt krank. Ja, genau. Voller Gold, der Scheiß. Sie greift rein, nimmt sich einen Teil raus und freut sich einen Keks. Na ja, gut. Ah, ich hatte einen Fertigkeitspunkt bekommen, wa? Dann machen wir gleich wieder das nächste hier. Munitionskapazität. Nein, vielleicht drauf. Ah, genau. Jetzt muss ich hier wieder was aussuchen. Plünderung. Ah, Plünderung. So, mehr Munition. Nein. Da. Jawohl. Zack. Fertig. Und Leco Mio. Weiter geht's. Wie viel Bergungsgut haben wir denn? 318. Damit kann man was anfangen. Nein, in die Axt wollte ich nicht. Da wollte ich rein. Salvenmodus. Oh, das ist schon cool. Das Magazin. Belüfteter Schlitten. Mehr Schaden. Schnellfeuermodi. Was gibt's denn beim Bogen? Ach ja, hier die höhere Schussfrequenz, wa? Tja. Nee. Bleiben wir mal bei der Knifte. Rückstoßkompensierung, die die Präzision und den Schaden erhöht. Das klingt ja schon nicht schlecht. Machen wir das? Machen wir. Hat sich die Waffe jetzt verändert? Ja, so ein Vorher-Nachher-Bild machen sollen. Fuck. Na egal. Nein, das wollte ich auch nicht. Da nicht, da. Wenigstens kommen wir da raus, wo wir reingekommen sind. Also, ich verstehe nicht, wie so ein Knochenkult entstehen kann. Und wie viele fucking Menschen hier schon drauf verreckt sein müssen. Hier ist so die Wolfshülle, ne? Ne, da gehe ich nicht nochmal rein. Nein, nein. Schnell weg hier. Da habe ich keinen Nerv drauf. Hoja! Uff! The fuck? Okay, dann haben wir drei Gegenspieler. Einer ist da rechts, zwei sind da links. Kurz hochklettern, in Deckung gehen. Dann lass uns mal abchecken, wen wir jetzt erstes umnatzen.
Hm. Ja, der funktioniert noch, oder? Vermutlich. Leute von uns bewachen ihn. Fatima Fires will nicht. Habt ihr's gehört? Hilfe, schnell! Voll. Oh, doch nicht. Fuck. Entschuldige, Bro. Huhn! Huhn, Huhn, Huhn! Ah, ah, ah. Oh, Geocache. 3 von 15. Meine Fresse, ich hab das letztes Mal schon gesagt, aber das sind echt unglaublich viele. Ah, richtig, den Scheiß hier müssen wir auch noch irgendwie anzünden. Bei strömendem Regen. Selbstverständlich. Erleuchtung. Neue Herausforderung. Abschließend für EP. Aha. 10 Statuen finden und erleuchten. Alles klar, das kriegen wir hin. Aber nicht jetzt. Jetzt habe ich da gerade keine Lust drauf. Jetzt will ich nämlich zu diesem blöden Funkturm. Alter, ist das ein Marsch, ey. Ist das deren Ernst? Das kann man... Oh, Mann. Scheiße. Hier ist auch alles mit Arbeit verbunden, oder? Mhm. Na, ich hab ja Vertrauen, darüber zu latschen. Ah. Nein! Spring! Du Sau! Uffa! So, das war mal eine Brücke. Lara, bist du da? Nein! So scheiß Mollos, ey. Zack. Zack. Aua. Nein. Geh weg. Waffenmodifizierung verfügbar. Verbessern Sie Waffen in Lagern. Alles klar, Chef. Let it burn, burn, burn. Und gib mir Bergungsgut. Alter, unsere Fackel hat mal länger als 20 Schritt gehalten. Toll, muss ich sie ausmachen. Das war wieder genial. Macht man die aus? Aus!